Ein Mann, Ende 30, brauner Bart, grauer Staat, zerzaustes Haar, kein Zuhause, Einkaufswagen voller Hab und Gut taumelt auf der Straße auf dem Weg zum Stadtpark, um heute bei minus 8 Grad mit seinem Hund draußen zu schlafen, nix zu verdauen im Magen, alles ausgegeben damit, sein Hund und seine Leber heute auch noch etwas haben, ein Augenblick von zahlreichen, draußen ganz alleine mit der Wahrheit, er ist top verbraucht und taugt zu keinen Arbeiten, er schaut traurig an der Schnapsflasche vorbei in die vertraute Nacht und kleidet sich in seinen ausgefransten Schlafsack ein und wartet auf den nächsten Tag, auch wenn er weiß, dass auch die letzten Jahre nirgendwo am nächsten Tag die Rettung nahte, steckt er seine Qualen jeden Abend zum Runterkommen in seinen privaten mentalen Schuhkarton. Jeder hat seinen Karton dabei, ist er fast leer oder so voll, dass er fast platzt von der Scheiße. Ich habe mir eine Kiste gebaut, damals als ich klein war, in die alles, was mich fair und zweifeln ließ, hineinkam, begraben unter all der daraus entstandenen Problemen, liegt im Schatten der Vergangenheit mein wahres Ich. Diese Kisten, die wir bauten, damals als wir klein waren, in die alles, was uns fair und zweifeln ließ, hineinkam und versteckten unser eigenes Ich hinter Mauern aus den Kisten, unsere Oberflächen wissen nur, dass sie uns vermissen. Eine exzentrische Frau in einer Wohngegend lebende, der es aussieht, als würde es Millionen regnen. Die Trennung von ihrem Ehemann wäre das Karriere aus. Damals, als sie nur eine kleine Wohnung hatte, musste sie für andere Wäsche bügeln, Essen kochen, hinter den Schränken wischen, Getränke mischen und Teller spülen. Heutzutage wirkt es, als hätte es all das nie gegeben. Sie denkt an ihre schlechte Vergangenheit, nur noch beim Anblick ihres Zimmermädchens. Es gibt Momente, in denen sie sich ungewollt fühlt und einsam. Unsicherheit keimt, der sie sich ansonsten erfolgreich verweigert. Ihr Mann ist für sie kein Objekt, doch sie ersetzt, dass er oft weg ist, oft durch den Kauf von Objekten in einem Geschäft. Und vielleicht ist sie ja eins für ihn, ein Accessoire, das an ihm hängt, so wie einer seiner Ringe, nur dazu da, besser auszusehen. Und wer sie alleine ist, liegt unter Kleidung versteckt in einer Schuhschachtel. Es gibt nichts für dessen Wiedergutmachung, keine Handtaschen und Stiletto-Stiefel genügen, und ein Karton wäre sowieso viel zu billig für ihre Gefühle. Ich habe mir eine Kiste gebaut, damals als ich klein war, in die alles, was mich fair und zweifeln ließ, hineinkam, begraben unter all der daraus entstandenen Problemen, liegt im Schatten der Vergangenheit mein wahres Ich. Diese Kisten, die wir bauten, damals als wir klein waren, in die alles, was uns fair und zweifeln ließ, hineinkam und versteckten unser eigenes Ich hinter Mauern aus den Kisten, unsere Oberflächen wissen nur, dass sie uns vermissen.